Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kundinnen und Kunden, sehr verehrte Interessentinnen und Interessenten. Wir freuen uns sehr, Sie heute zum zweiten Kapitalmarktausblick von Donner und Reuschel hier in Hamburg in diesem Jahr begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich dafür interessieren, was wir zu sagen haben. Sie wissen ja, ich überrasche immer gern mit einer These, aber mir fehlen heute irgendwie die Worte. Was da draußen um uns herum ist, makroökonomischerweise, ich bin froh, dass Carsten Mumm, unser Chefvolkswirt, auch heute wieder ähm, das makroökonomische Bild aufzeichnen wird für uns, äh, ist für mich persönlich sehr undurchschaubar geworden. Aber ich schulde Ihnen eine kleine Korrektur zu einer Aussage, die ich vergangenes Mal gemacht habe, und zwar zum Potenzialwachstum. Sie wissen ja, Potenzialwachstum ist die Summe aus Faktor Arbeit und Produktivität. Und ich hatte gesagt, in Amerika stünde das Potenzialwachstum bei 1,8 Prozent. Das bedeutet, wenn das tatsächliche Wirtschaftswachstum darüber liegt, dass das für den Faktor Arbeit, also für die Löhne, entscheidend ist und vor allem auch für die Inflation, nämlich sie wächst und nimmt zu, beziehungsweise dass der Lohndruck nimmt zu. Nun ist der Faktor Arbeit ähm, aufgrund von unerwartet gestiegener Immigration auch, und auch wegen höher als erwarteter Rückkehrer nach Corona in das Arbeitsleben erheblich angestiegen, nämlich von 0,5 auf 1,2, weswegen das Potenzialwachstum inzwischen auf 2,5 Prozent liegt. Das verändert die Situation ganz entscheidend, vor allem wenn wir auch wissen, dass die Produktivität, das ist der zweite Punkt, den ich nochmal wiederholen darf, als Schlüsselrolle auch für die Prosperität einer Gesellschaft und einer Wirtschaft entscheidend ist. Und hier spielt natürlich im Moment die künstliche Intelligenz eine große Rolle. Und dort wiederum herrscht ja die große Erwartung, und ich glaube auch, das ist der Grund, weswegen diese äh, bekannten amerikanischen Aktien so stark im Kurs gestiegen sind, nämlich die Erwartung, dass das nachhaltig sein wird, nämlich dass die künstliche Intelligenz sehr schnell und sehr nachhaltig in den Unternehmen implementiert werden wird. So, und das sind nun beides Dinge, die möglicherweise enttäuscht werden könnten. Also ich glaube, es hat niemand Zweifel daran, Herr Mumm, dass die künstliche Intelligenz bestimmt sein wird in, den nächsten, in der Zukunft für uns. Aber es wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, wie erwartet. Es kann durchaus einen Rücksetzer geben. Und auch was die Immigration anbelangt, und das ist wiederum bekannt, haben beide, nämlich die Demokraten und die Republikaner, bereits angekündigt, dass sie dort Einschnitte vornehmen werden. Das heißt, und dann lag ich vielleicht doch nicht ganz so falsch, dass das Potenzialwachstum sehr wahrscheinlich wieder zu 1,8 zurückkehren wird. Und jetzt komme ich mit meiner These, die ich in den Raum stellen möchte, doch noch, sie fällt mir während, wie ich hier spreche selber ein, das führt dazu, dass die Zinsen möglicherweise weniger stark als heute auch noch erwartet gesenkt werden dürften. Denn es muss... Sorge getragen werden eben, dass das Wachstum nicht erheblich über diesen 1,8 Prozent liegt. Dafür braucht es anhaltend hohe Zinsen. Das war es auch schon von meiner Seite. Herr Mumm, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute ist unser Thema konjunkturelle Talsohle ist durchschritten. Sie sehen es vielleicht auch, Herr Mumm hat sich die Haare schneiden lassen. Möglicherweise ist das auch ein Zeichen, dass es bergauf geht. Herr Mumm, der IFO-Geschäftsklimaindex... IFO ist im März überraschend deutlich gestiegen. Steht die deutsche Wirtschaft tatsächlich vor einem Aufschwung? Ja, man könnte sagen Frühlingsgefühle. Mhm. Es wird wärmer und so wird es auch tatsächlich konjunkturell ein bisschen wärmer, so kann man es vielleicht tatsächlich ausdrücken in Deutschland, obwohl wir nach wie vor eben eine fundamental völlig andere Situation haben, das muss man immer feststellen. Auch wenn wir über Zinssenkung sprechen, wenn wir über die US-Konjunktur sprechen, das werden wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer machen. Wir haben einfach in den USA weiterhin eine sehr sehr robuste konjunkturelle Entwicklung, während wir in Deutschland und in der Eurozone eben schon seit einigen Quartalen eine sehr sehr schwierige konjunkturelle Entwicklung haben in Deutschland explizit ja sogar im vierten Quartal ein negatives Wachstum und wahrscheinlich im gerade noch laufenden oder zu Ende gehenden ersten Quartal auch ein negatives Wachstum. Aber ja, es gibt so ganz kleine Anzeichen, ganz kleine Sprösslinge sozusagen. Das passt zum Frühling, Konjunktursprösslinge, dass es ein bisschen besser wird. Ich habe einige Indikatoren mal mitgebracht, die das ein bisschen verdeutlichen, wenn wir die Präsentation vielleicht kurz einmal einschalten könnten. Dann sehen wir zunächst einmal den IFO-Geschäftsklima-Index, der jetzt gerade vor wenigen Tagen neu veröffentlicht wurde. Und der hat positiv überrascht. Und man kann an dieser Grafik hier erkennen, ganz rechts gibt es so einen kleinen Haken, kleinen, aber doch ähm, recht deutlich erkennbaren Haken nach oben. Und das zeugt eben von einer doch deutlich verbesserten Unternehmensstimmung in Deutschland. Allerdings, wenn wir das Gesamtniveau des Index anschauen, dann sehen wir, wir befinden uns immer noch auf Krisenniveaus. Und man kann eigentlich gar nicht sagen, dass die Unternehmen optimistischer geworden sind. Man muss genauer gesagt eigentlich feststellen, die Unternehmen sind weniger pessimistisch geworden. Aber trotzdem, das ist zumindest ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt äh, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe einige Unternehmen, die ihre aktuelle Lage immer noch als schwierig beschreiben, aber eben die zukünftigen Geschäftserwartungen doch etwas positiver sehen. Nach wie vor haben wir aber in der Breite, in der Wirtschaft, gerade in der Industrie, einen ausgeprägten Auftragsmangel. Es gibt bei den Dienstleistern einige Bereiche, vor allen Dingen Transport und Logistikdienstleister, die etwas weniger pessimistisch in die Zukunft schauen, das zeugt auch davon, dass wir wahrscheinlich vor einem gewissen zyklischen Aufschwung stehen. Also die Industrierezession, die wir weltweit ja seit einigen Quartalen haben, die nähert sich denke ich in den kommenden Monaten dem Ende und davon werden eben dann auch Unternehmen profitieren. Wenn wir auf das Ifo Geschäftsklima schauen, dann muss man nach wie vor sagen, das Baugewerbe beispielsweise steckt in sehr sehr schwierigen Situationen, auch wenn hier die Stimmung auch einen ganz kleinen Tick nach oben gelaufen ist, ist nach wie vor sehr schwierig und etwas besser ist es im Einzelhandel. Aber insgesamt nach wie vor ähm, relativ herausfordernd und wenn wir die zweite Grafik einmal anschauen, die ist auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend. Das bitte ich zu entschuldigen, aber ich werde auf die wesentlichen Aspekte hier kurz eingehen. Das ist der sogenannte ZEW Finanzmarktreport. Das ist auch eine Umfrage zu den Konjunkturaussichten in Deutschland. In diesem Fall aber nicht unter Unternehmen, sondern unter Finanzanalysten. Wir selber werden auch einmal im Monat gefragt nach unseren Einschätzungen. Und was man hier ganz rechts in der Grafik erkennen kann, ist, dass die türkise, die hellblaue Linie sehr weit unten ist. Das ist die aktuelle Lagebeschreibung, also sehr, sehr schwierige aktuelle Situation der Unternehmen. Aber die dunkelblaue Linie doch schon deutlich nach oben tendiert. Und das sind eben die zukünftigen Erwartungen, die zukünftigen Konjunkturerwartungen. Und diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Linien, die ich hier durch diesen roten Pfeil dargestellt habe, die hatten wir in der Vergangenheit immer mal wieder. Und das letzte Mal war das im Sommer 2020 der Fall, nach dem Corona-bedingten wirtschaftlichen Einbruch, äh, davor im Jahr 2009, äh, nach dem Ende der großen Finanz- und Wirtschaftskrise und davor im Jahr 2003, nach dem Ende des Platzens der Internetblase. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass wir, und das passt dann zum Titel auch und zu Ihrer Frage, äh, dass wir den konjunkturellen Boden gesehen haben. Allerdings müssen wir wieder sagen, wie bei den letzten Malen auch, wir werden zwar einen gewissen zyklischen Aufschwung erleben, der wird aber relativ überschaubar bleiben oder relativ blutleer bleiben und um das zu untermauern habe ich auch noch mal zwei Grafiken dabei. Zum einen gibt es vor kurzem veröffentlicht eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages des DIHKs und äh, diese Balken, die Sie hier sehen, die stellen da die zunehmenden Handelshemmnisse, die weltweit auf deutsche Unternehmen vor allen Dingen zukommen und eben deutschen Unternehmen das Unternehmen das die Geschäftstätigkeit erschweren. Und man kann sehen, dass diese Balken seit 2018 Stück für Stück nach oben gelaufen sind. Also Handelshemmnisse weltweit werden mehr, und das ist natürlich Gift für gerade exportorientierte Industrieunternehmen oder eine Volkswirtschaft, die sich auf exportorientierte Industrie fokussiert. Und was man hier einfach erkennen kann, ist, dass wir eben nicht erst seit dem Ukraine-Konflikt oder seit der Corona-Krise, sondern schon seit sechs, sieben Jahren mittlerweile ausgeprägte Handelskonflikte haben, dass der Welthandel nicht mehr wächst. Und das ist die eigentliche Herausforderung eben für die deutsche Volkswirtschaft. Nun ist ja, also zumindest was Deutschland anbelangt, die Rezession bestätigt worden. Für Amerika und Asien war es eine Erwartung, möglicherweise auch nur eine Mutmaßung. Mhm. Herr Mumm, wie ist denn die Situation tatsächlich global? Bleibt es dabei, dass vor allem die Region Asien und seit Monaten immer wieder überraschend die amerikanische Volkswirtschaft, die Wachstumslokomotiven bleiben werden? Ja, das bleibt so. Wir haben neueste Konjunkturprognosen bekommen vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ich habe die auch in, in Form einer Folie, wenn wir die Grafik nochmal zeigen können, hier dargestellt. Und da kann man genau das erkennen, dass also die Bremser, wenn man so möchte, der Weltwirtschaft vor allen Dingen die Eurozone sind, auch Deutschland. Wir können sehen, dass die Wachstumsprognosen in, auf der linken Seite dargestellt für 2024. Und die Veränderungen zur letzten Prognose, die aus Dezember stammt, hier deutlich rot dargestellt sind. Also die Wachstumsprognosen sind noch mal nach unten revidiert worden. Und die Erwartung liegt zurzeit für Deutschland bei einem Wachstum im laufenden Jahr von 0,1 Prozent. In etwa die gleiche Größenordnung bestätigt auch das IFO-Institut. Und gerade heute Morgen wurde die Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland veröffentlicht. Die liegt auch genau bei 0,1 Prozent. Man kann also sehen, wir werden dem negativen Wachstum wahrscheinlich entkommen in diesem Jahr. Aber es wird eben nur ein hauchdünnes Plus werden. Die Bremsfaktoren, die haben wir eben angesprochen, das sind neben Handelshemmnissen die bekannten, die wir auch bei den letzten äh, Kapitalmarktausblicken immer mal thematisiert hatten. Also Bürokratie, äh, Fachkräftemangel, mhm. zu hohe Energiekosten, Lohnnebenkosten und, und, und. Und ähm, zunehmend muss man allerdings auch sagen, macht sich in Deutschland in meinen Augen bemerkbar, dass wir auch eine ausgesprochen schlechte Stimmungslage haben. Es ist ganz, ganz wenig Zukunftsoptimismus da, ganz, ganz wenig wirtschaftlicher Optimismus, eher vielleicht noch in den Unternehmen, aber in der Bevölkerung, in der Gesellschaft kaum. Und das ist, glaube ich, einfach ein Impuls, der fehlt, den wir brauchen, wieder positiver in die Zukunft zu schauen, um dann auch unseren privaten Konsum, an dem es zurzeit noch hapert, mhm. Heute Morgen wurde gerade das GfK-Konsumklima veröffentlicht und das untermauert es eben. Die Realeinkommen der Menschen in Deutschland steigen, aber sie neigen trotzdem zu sehr hohen Sparquoten und nicht zu Anschaffungen. Also sie halten ihr Geld zusammen, einfach vor dem Hintergrund der Unsicherheiten und dieser, äh, dieses nicht bestehenden Zukunftsoptimismus. Insofern, das bremst, aber die Frage war, wo die äh, Konjunkturlokomotiven der Welt sitzen. Und das sind genau diese Bereiche, wenn wir vielleicht die ganz kurz durchdeklinieren. Nochmal die USA. Auf der Grafik ist erkennbar, dass die USA die einzige Region sind weltweit, für die die Forscher vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft die Wachstumsprognosen deutlich nach oben revidiert haben, auf 2,1 Prozent. Wieder, wie wir seit Monaten und Quartalen eigentlich sagen, überraschend positive Entwicklung der US-Konjunktur. Das bestätigt sich hier nochmal und das wird im laufenden Jahr auch so bleiben. Und natürlich haben wir dann eben die Regionen Asien, Südostasien, wo wir nach wie vor Wachstumserwartungen haben, die so um die 5% liegt. Vielleicht ein kurzer Hinweis noch hier, weil wir das auch bei den letzten Malen immer mal thematisiert hatten. Die chinesische Volkswirtschaft hat ja auch gewisse strukturelle Bremsfaktoren, die in meinen Augen eine Wachstumsdynamik von eher so 4, 4,5% realistisch erscheinen lassen in diesem Jahr und in den nächsten Jahren. Jetzt hat Anfang März der Nationale Volkskongress in Peking stattgefunden, wo einmal im Jahr eine große Delegiertenversammlung zusammentritt und ein Wachstumsziel äußert für das jeweils laufende Jahr. Und man hat dort in Anführungsstrichen beschlossen, dass die chinesische Volkswirtschaft in diesem Jahr um die 5 wachsen sollte. Das liegt also über den Schätzungen, die eigentlich landläufig so breit bekannt gegeben werden zurzeit. Und das suggeriert, dass in China Wahrscheinlich auch etwas mehr fiskalpolitischer und geldpolitischer Stimulus erwartet werden kann. Also, man möchte da die Wirtschaft auch wieder etwas stärker unterstützen. Und wenn das auch die Industrie in China betrifft, dann hätte das sicherlich auch wieder positive Auswirkungen für die deutsche Konjunktur. Ja, vielen Dank, Herr Mumm. Bevor wir zum nächsten Kapitel, nämlich dem Thema Zins, kommen, möchte ich mich noch mal kurz an Sie wenden, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Und zwar haben wir dieses Format in ihrem Interesse flexibler gestaltet. Ähm, wir werden es nicht mehr live ausstrahlen, das heißt, Sie hören uns heute nicht am Donnerstag, am Monatsende zu, sondern am anderen Tag. Und wir werden es einmal etwas verspätet auf unserem YouTube-Kanal ausstrahlen. Ihnen aber vor allem, da wird sich gar nicht so viel ändern, ähm, per E-Mail zustellen, möglicherweise auch noch auf einer anderen Art. Das ist uns ist, weiß ich im Moment noch nicht genau. Aber wir haben Sie so ein bisschen entlasten wollen, nämlich davon, nachmittags um 15 Uhr an einem Wochentag einschalten zu müssen. Ich hoffe, dass das vor allem auch in Ihrem Interesse geschehen ist. Zentrales Thema, Herr Mumm, ich glaube seit über zwölf Monaten in unserem Kapitalmarktausblick, ist der Zins. Beziehungsweise das Zinsumfeld. Jetzt hat vor kurzer Zeit Japan seit langem, sehr lang, wie viele Jahre waren das? Siebzehn. 17 Jahren das erste Mal den Leitzins etwas angehoben. Und die Schweiz hat überraschend vergangene Woche oder es ist vergangene Woche war das den Zins etwas gesenkt. Und ich muss auch sagen, die Medien, egal wo man hinblickt, selbst in den Tageszeitungen bleibt kein Tag aus, in dem nicht etwa das Thema Zins erwähnt würde. Das heißt, die Zinsen, herum spielen sowohl für die Realwirtschaft als auch für die Kapitalmärkte eine entscheidende Rolle. In diesem Kontext blicken alle wie gespannt auf die Notenbanken, beziehungsweise das wird ja immer vorher angekündigt, das kann man im Kalender der Notenbanken für das ganze Jahr schon nachlesen. Die Verlesung der Notenbankenprotokolle und dann anschließend natürlich die Entscheidung, was den Zins anbelangt. Wann können denn Erste Zinssenkung von Seiten der EZB erwartet werden, Herr Mumm. Ja, das ist tatsächlich die entscheidende Frage, die die Märkte umtreibt und die für die Realwirtschaft, wie Sie eben gesagt haben, natürlich auch eine, eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Wir haben ja vor zwei Jahren. Diese historisch beispiellose Zinswende gesehen. Zinsen am langen Ende sind drastisch gestiegen. Notenbankzinsen, also Zinsen am kurzen Ende, sind noch drastischer gestiegen. In den USA über 5 Prozent, in Europa zumindest über 4 Und das macht sich an den Kapitalmärkten sofort bemerkbar in der Realwirtschaft erst so ein bisschen mit Verzögerung, weil es braucht natürlich einfach neue Anleihen, die begeben werden, neue Kredite, die aufgenommen werden oder Kredite, die revolviert, also verlängert werden. Und da ziehen sich dann sukzessive diese höheren Finanzierungskonditionen rein und insofern ist es in den letzten Monaten so gewesen, dass die Zinsen den entscheidenden Faktor ausmachen an den Märkten und das wird in meinen Augen auch in den kommenden Monaten so bleiben und tatsächlich fokussiert sich jetzt in den letzten Wochen und wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen sehr sehr stark die Spannung auf das, was die Notenbanken machen. Wir haben bei der letzten EZB Sitzung erwartungsgemäß keine Leitzinsänderung gesehen wir haben aber erwartet oder gesehen, dass die EZB Präsidentin Christine Lagarde relativ deutlich und zwar so deutlich, dass mittlerweile an den Kapitalmärkten das die allgemeine Erwartung ist, angekündigt hat, dass ab Juni die Leitzinsen gesenkt werden das erste Mal. Das war im Vorwege auch so unsere Erwartung, weil wir einfach gesehen haben, dass der Inflationsdruck immer schwächer wird, dass sich die Inflation in der Eurozone, das können wir auch anhand eines Charts, wenn wir den noch mal ganz kurz einblenden können, dargestellt die beiden Kurven, die sich hier nach unten neigen, das ist die nominale Inflation und das ist die sogenannte Kernrate der Inflation. Und wir sehen, dass die nominale Inflation mittlerweile bei rund 2,5 Prozent angekommen ist in der Eurozone. In Deutschland ist sie sogar noch ein bisschen schwächer. Also wir nähern uns sukzessive diesem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent an. Und das erlaubt dann eben der Notenbank auch, an der Zinsschraube wieder in die andere Richtung zu drehen und die Leitzinsen, die hier dargestellt sind durch den weiterhin ganz hohen dunkelblauen Chart, die Leitzinsen sukzessive ab Juni zu senken. Besonders bemerkenswert an den Äußerungen der EZB war, dass sie auch ihre eigenen Erwartungen an das Wachstum und an die Inflation in der Eurozone angepasst hat und zwar deutlich, beides deutlich nach unten korrigiert. Und ich habe die relevanten Zahlen hier in dem Chart rechts nochmal, was die Inflation angeht, daneben geschrieben. Die EZB selber erwartet also im äh, laufenden Jahr 2024 2,3 Prozent Inflation. Und das bedeutet, dass in den nächsten Monaten die Rate dann nochmal deutlich nach unten äh, sich bewegen muss. Und gleichzeitig haben wir eben ausgesprochen schwache Wachstumsdynamik. Wir haben das eben anhand der Prognosen des Instituts für Weltwirtschaft gesehen. Und damit hat die EZB dann eben Luft, im Juni eine erste Leitzinssenkung umzusetzen. Und unsere Erwartung ist, dass wir im Laufe des Jahres noch wahrscheinlich zwei weitere, also insgesamt drei Leitzinssenkungen von Seiten der EZB erwarten dürfen. Sie sagen, Luft kann die EZB denn ihre Entscheidung unabhängig von der amerikanischen Zentralbank treffen? Beziehungsweise anders formuliert, für wann erwarten Sie in Amerika erste Zinssenkung? Ja, sehr gute Frage. Es heißt landläufig immer die FED. Also die US-Notenbank hat das Zepter in der Hand und alle anderen Notenbanken weltweit richten sich nach ihr. Dass das nicht so ist, können wir gleich anhand des Beispiels Japan und Schweiz auch nochmal sehen. Und wir müssen einfach feststellen, dass die fundamentale Situation in der Eurozone eben eine völlig andere ist als in den USA. Das Wachstum ist deutlich schwächer. Die Inflationsdynamik ist in diesem Zusammenhang eben auch schon ein ganzes Stück weiter runtergekommen. Und damit glaube ich, ja, die EZB wird, ähm, unabhängig von der US Notenbank FED entscheiden, wenngleich wir wahrscheinlich einen relativ engen Gleichlauf haben. Die Notenbank FED wird auch im Juni eine Sitzung des entscheidenden Gremiums abhalten, eine Woche nach der EZB. Und wir rechnen mittlerweile damit, dass die FED in den USA auch dann im Juni, also eben eine Woche später, als die EZB eine erste Leitzinssenkung umsetzt. Es ist in meinen Augen weiterhin realistisch, dass wir zwei oder drei weitere Leitzinssenkungen auch in den USA sehen. Obwohl, und das ist ein Stück weit erstaunlich, das untermauert aber eben nochmal diese fundamental unterschiedliche Situation zwischen Europa und zwischen den USA. Obwohl wir in den USA nicht nur eine hohe Wachstumsdynamik haben, wir haben das eben gesagt, die FED selber hat auch ihre Wachstumsprognose jetzt gerade deutlich nach oben korrigiert auf 2,1%, sondern wir haben auch die Situation, dass die Fed selber erwartet nur einen ganz ganz rudimentären Anstieg der Arbeitslosenquote von zurzeit 3,7% auf 4%. Das ist relativ moderat dafür, dass wir eigentlich in den USA deutliche Ausschläge immer haben bei, bei, den, bei den Arbeitslosenzahlen auch, wenn sich die Märkte oder die wirtschaftliche Dynamik bewegen und die Fed erwartet selber auch weiterhin relativ hohe Inflationsraten ja. im weiteren Jahresverlauf, also sie nähert sich anders als in der Eurozone äh, lange noch nicht äh, dem Ziel von 2 an. Trotzdem hat die Fed angekündigt, die Leitzinsen zu senken. Da spielen also möglicherweise andere Dinge eine Rolle. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, was man natürlich immer mit im Blick behalten muss, ist, dass die Verschuldungssituation in den USA auch eine ganz andere ist und äh, anhaltend hohe Zinsniveaus natürlich dazu führen, dass unabhängig ob es Studentenkredite sind, Autokredite, Kreditkartenforderungen oder eben die Bereiche Commercial Real Estate, also gewerbliche Immobilienfinanzierung zunehmend unter Druck geraten. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass die US-Notenbank das so ein bisschen mit im Blick hat und versucht hier durch frühzeitige Zinssenkungen größeren Schaden zu vermeiden. Ja, also ich habe auch persönlich den Eindruck, dass das Thema Rüstung ja auch wieder im Vordergrund steht. Auch dort kann man ja höhere Verschuldung erwarten. Das ja. amerikanische Pensionskassensystem. Muss gestützt werden, soweit ich weiß. Ähm, ja, und dagegen spielt dann, das erwartungsgemäß, glaube ich, auch die Rohstoffpreise wieder anziehen könnten. Also, Sie sehen es, sehr geehrte Damen und Herren, es liest sich fast wie ein Krimi. Und wenn ich die Medien, ich darf noch mal zu den Medien zurückkommen, beobachte, dann hat man oft den Eindruck, die Welt stünde auf, de, auf des, des Messers Schneide. Aber mich dünkt es persönlich, dass es da vornehmlich vielleicht um den Aktienmarkt geht. Das versuche ich einfach mal so als These in den Raum zu stellen, der gestützt werden soll und weniger möglicherweise die Wirtschaft. Denn ich kann mir nicht vorstellen, und darum geht es ja jetzt in den Medien in der letzten Zeit, auch in dem letzten Protokoll der FED, wird die, also es geht nicht nur darum, wochen- oder Monats genau, wann kommt die Zinssenkung. Jetzt geht's, es geht darum, werden, werden die Zinsen dreimal um 0,25 Prozent gesenkt. Und auf welchen Zeitraum verteilt sich das? Also ein sehr spannendes Thema, was im Moment sehr präzise offenbar abgehandelt wird. Die Sache mit dem Aktienmarkt, die können Sie mir dann ja mal in einer stillen Minute beantworten, Herr Mumm. Zurück zu den Leitzinsanpassungen. Ich hatte es erwähnt, Japan leicht angestiegen, Schweiz leicht gesunken. Herr Mumm, was waren die jeweiligen Beweggründe und ist mit Auswirkungen hieraus oder hiervon auf die Eurozone zu rechnen. Ja, das sind auf jeden Fall ganz spannende Entwicklungen und die äh, geschehen offensichtlich unabhängig von dem, was die Fed macht in den USA, um das noch mal ganz kurz aufzugreifen, mhm. den Hinweis von eben äh, und dazu okay. sind diese Bewegungen auch noch äh, gegenläufig. Also in Japan sind die Leitzinsen gestiegen, das zeigen wir gleich noch mal, in der Schweiz sind die Leitzinsen gesunken und das tatsächlich allerdings unerwartet, weil man gedacht hat, dass die Schweizer Notenbank, die SNB äh, doch zunächst einmal wartet, was die EZB leitzinstechnisch unternehmen wird beziehungsweise was die US-Notenbank Fettleitzins unternehmen wird. Aber das hat sie nicht gemacht. Die Schweizer Notenbank hat noch mal deutlich unterstrichen, dass sie unabhängig ist, dass die Schweizer Volkswirtschaft natürlich auch eigene Belange hat, unabhängige Belange sozusagen. Und man hat auf die fundamentale Situation in der Schweiz reagiert. Und die ist eben so, dass wir schon seit Mitte letzten Jahres Inflationsraten haben, die unterhalb der 2% Zielmarke liegen. Zuletzt 1,2%. Die Schweizer Notenbank selber projiziert, eine Inflationsrate von maximal 1,6 Prozent bis einschließlich 2026. Also wir sehen, wir haben in der Schweiz ein ganz, ganz anderes Inflationsniveau, überhaupt keinen Inflationsdruck. Man könnte vielleicht sogar sagen, eher eine Deflationsgefahr. Mhm. Also die Gefahr, dass die Inflationsraten zu tief fallen. Und für den Hintergrund war dieser Zinssenkungsschritt, wir haben das in der Grafik hier nochmal dargestellt, von 1,75 Prozent auf 1,5 Prozent, den wir in der letzten Woche gesehen haben, nur folgerichtig. Die Erwartung ist mittlerweile, dass auch in der Schweiz wir im weiteren Jahresverlauf bis zu zwei weitere Leitzinssenkungen sehen könnten. Dann wäre also die blaue Linie hier der Leitzins in der Schweiz bis auf 1% nach unten gekommen. Das hat Auswirkungen auf die Realwirtschaft, insbesondere über die Währungskomponente. Und darum habe ich hier an dieser Stelle auch nochmal mitgebracht, einen weiteren Chart, nämlich den Wechselkurs des Euro im Vergleich zum Schweizer Franken. Und wir sehen hier, dass ganz rechts am Rand eben es eine deutliche Aufwärtsbewegung gab. Das ist einerseits schon die Erwartung gewesen, ein Stück weit, dass die Schweizer Notenbank irgendwann die Zinsen senkt. Das wirkt sich dann negativ auf den Schweizer Franken aus. Also die steigende Kurve hier heißt, der Euro wertet auf, der Franken wertet ab ganz am rechten Rand. Und die tatsächliche Zinsentscheidung dann letzte Woche hat nochmal dafür gesorgt, dass die blaue Linie noch mal ein Stück weiter nach oben gelaufen ist, also der der Schweizer Franken abgewertet hat. Meine persönliche Erwartung ist, dass äh, der Markt hier vielleicht versucht, sich von unten sozusagen der Parität anzunähern, also ein Franken gleich einen Euro. Wir liegen zurzeit ja deutlich drunter immer noch. Dass aber äh, grundsätzlich wir hier nicht davon ausgehen, dass der Franken wirklich in eine ausgeprägte Abwärtsschwäche-Tendenz neigt oder mündet. Und das hat eben den Hintergrund, dass die EZB ja wie eben schon dargestellt ab Juni selber die Zinsen senken wird. Und meine persönliche Erwartung ist, dass wir hier beim Schweizer Franken in den kommenden Monaten eher so eine Seitwärtsbewegung sehen zwischen vielleicht 0,92 und 0,97. Und dieser seit Jahren, das kann man hier ganz schön erkennen, intakte Abwärtstrend des Euro oder Aufwärtstrend des Franken dadurch eben nicht in einen gegenläufigen Trend wechselt. Ja, Japan ist, wenn man so möchte, das spannendste geldpolitische Experiment, was wir zurzeit sehen. Das kann man schon daran erkennen, dass alle Notenbanken der westlichen Industriestaaten die Zinsen deutlich erhöht haben in den letzten Jahren und jetzt dabei sind, die Zinsen zu senken. Wenn wir einmal den Chart hier anschauen nämlich die Leitzinsen der Bank of Japan in, in Japan, also, dann sehen wir, dass hier äh, der letzte Schritt nach oben gegangen ist. Das war letzte Woche. Die Japaner haben die Leitzinsen angehoben. Das erste Mal haben wir eben schon gesagt äh, seit 17 Jahren. Und äh, man darf sich durch diesen Chart jetzt nicht verwirren lassen. Äh, das äh, Maximum hier in diesem Chart dargestellt sind 0,5 Prozent. Also wir sprechen hier über eine Range zwischen minus 0,1 und 0,5 Prozent. Wir haben ja in Japan seit 30, 40 Jahren extrem niedrige Zinsen schon. Weil die japanische Notenbank versucht hat, einer Deflation, also ähm, sinkenden Preisniveaus äh, zu begegnen. Und ähm, damit haben wir einfach eine ganz andere Konstellation in Japan gehabt, als in den anderen Industriestaaten schon seit Jahrzehnten. Und das war auch der Grund, warum in Japan eben noch keine äh, Leitzinsanhebung durchgeführt wurden. Wir haben in Japan die Situation, dass die Inflation so zwischen zweieinhalb und drei Prozent liegt und ähm, man jetzt guter Dinge ist, Erstmals wirklich seit Jahrzehnten die Teuerungsrate von der Nulllinie entfernen zu können, also dieser Deflationsgefahr zu entrinnen. Die japanische Notenbank hat insbesondere auf die Lohnentwicklung geschaut. Sie erwartet im laufenden Jahr 5,3 bis zu 5,3 Prozent Lohnsteigerungen. Und das ist für sie dann der Grund zu sagen, es besteht die Chance, dass wir nachhaltig ein Inflationsniveau von 2% erreichen und damit eben die Leitzinsen anzuheben. Das Ganze ist, wie gesagt, ein bisschen verzerrt in dieser Grafik. Das ist wirklich homöopathisch. Also wir hatten bisher minus 0,1% Leitzins. Wir haben jetzt eine Range zwischen 0 und äh, 0,1%. Die Japanische Notenbank hat gleichzeitig angekündigt, weiterhin in äh, großem Ausmaß Staatsanleihen zu kaufen. Dadurch werden die Zinsen weiter gedrückt aber sie hat gleichzeitig auch angekündigt die etf-käufe also etfs auf aktienindizes fonds auf aktienindizes die sie seit jahren kauft einzustellen. und insgesamt kann man sagen das ist dann immer noch kein restriktiver kurs der japanischen notenbank aber er wird zumindest ein bisschen weniger expansiv. das hat auch auswirkungen. ich habe dazu auch noch mal einen zweiten chart mitgebracht der wieder die währungskomponente darstellt in diesem Fall der dunkelblaue Chart, das ist die Entwicklung des Yen, der japanischen Währung im Vergleich zum US-Dollar. Und die hellgrüne oder die türkise Linie, das ist die Zinsdifferenz zwischen zehnjährigen US-Staatsanleihen und zehnjährigen japanischen Staatsanleihen. Und was man hier erkennen kann, ist, die türkise Linie ist deutlich angestiegen, nämlich seitdem in den USA die Zinsen gestiegen sind, also die Zinsdifferenz, die positive Zinsdifferenz, der Vorsprung der US-Zinsen ist deutlich gestiegen. Und das hat dazu geführt, dass parallel die blaue Linie deutlich angestiegen ist. Das ist eine Abwertung des Yen im Vergleich zum US-Dollar bis in Regionen von um die 150 Yen pro US-Dollar. Und was wir jetzt ganz rechts am Rand sehen können, die türkise Linie, diese beiden Kurven haben sich so ein bisschen entkoppelt. Und das liegt eben daran, dass in Japan die Zinsen leicht gestiegen sind, beziehungsweise, dass in den USA die Zinsen auch im zehnjährigen Staatsanleihebereich leicht gesunken sind. Und in meinen Augen, wenn wir diesen Gleichlauf dieser beiden Kurven anschauen, dann ist es sehr naheliegend davon auszugehen, dass der Yen diese seit zwei Jahren anhaltende, ausgesprochen deutliche Schwächetendenz beenden kann. Meine persönliche Erwartung ist, dass wir eher ähm, wieder positive oder, oder stärkere, eine, eine leichte Aufwertung des Yen erkennen können. Was man ganz klar sagen muss, das kann über diese reine Währungskomponente hinaus durchaus noch weitere Implikationen auch für Anleger und, Rinnen und Anleger beispielsweise in Europa und den USA mit sich bringen, weil hier eine besondere Konstellation eine Rolle gespielt hat, nämlich der sogenannte Carry Trade. Um das vielleicht ganz kurz zu erläutern: In Japan haben wir seit Jahrzehnten extrem niedrige Zinsen gehabt und das hat dazu geführt, dass viele Anleger weltweit äh, sich in Yen verschuldet haben, also zu niedrigen Zinsen, äh, dieses Geld umgetauscht haben, in Dollar beispielsweise und höher verzinslich oder rentierlich in Dollar angelegt haben. Das hat jahrzehntelang gut funktioniert. In den letzten zwei Jahren, in denen der Yen dann noch deutlich abgewertet hat, hat das noch besser funktioniert, weil wenn ich dann meine Dollar zurückgetauscht habe in Yen, in einen schwächeren Yen, dann musste ich in Dollar sozusagen weniger bezahlen. Also ich habe den Zinsvorsprung verdient als Anleger und ich habe darüber hinaus noch einen Vorteil über die Währungsentwicklung gehabt. Wenn sich das beides umkehrt, also sprich in Japan die Zinsen steigen und dann eben der Yen auch nicht mehr abwertet, sondern aufwertet, dann kann das für diese Anlegerinnen und Anleger, die über Carry Trades versucht haben, Geld zu verdienen oder auch Geld verdient haben, kann das für die potenziell gefährlich werden. Und darum glaube ich, muss die Bank of Japan ganz genau aufpassen, dass diese Entwicklung, diese erwartbare Entwicklung in der Währungskomponente sehr, sehr langsam und sukzessive stattfindet und sollte diese sehr ruckartig stattfinden. Also wir zwischenzeitlich mal eine deutliche Aufwertung des Yen sehen, dann könnte das durchaus dazu führen, dass wir auch an den Zinsmärkten oder an den Aktienmärkten in den USA oder in der Eurozone Zumindest eben zwischenzeitlich rückzuführend auf diesen Faktor mal größere Bewegungen sehen. Also kein unerheblicher Faktor, sehr geehrte Damen und Herren, nämlich der Zins, in welcher Form er die Nachfrage nach den verschiedenen Währungen eben steuert. Ähm, bevor wir in das ja für die Eurozone am wichtigsten, das für die Eurozone am wichtigste Thema, nämlich das Verhältnis zwischen Euro und US-Dollar eingehen, darf ich Sie schnell noch mal vor allem jetzt in hinsicht der komplexität sie haben es gehört carry trade und so weiter aufmuntern uns fragen zu stellen davon lebt dieses format das wird jetzt etwas komplizierter werden dadurch dass wir dieses format ja nicht mehr live ausstrahlen. deswegen möchte ich sie sehr herzlich auffordern wenn sie möchten direkt sich an herrn Mumm oder mich mein name ist christoph hummel zu wenden oder am allerbesten an ihren persönlichen berater bei uns im haus. Ja, wir vertiefen im nächsten Kapitel die Auswirkungen des Zinsumfeldes auf die Währung und nun ist ja für die Eurozone das Währungspaar Euro, US-Dollar am relevantesten. Herr Mumm, bisher lag unsere Erwartung bei einer Aufwertung des Euro im Jahresverlauf. Sie hatten das verschiedene Male in den früheren Kapitalmarktausblicken angekündigt. Ist das weiter realistisch? Ja, wir halten das weiter für realistisch. Unsere Kernargumente waren bisher, dass der Wachstumsvorsprung der US-Volkswirtschaft und der Zinsvorsprung der US-Volkswirtschaft in den kommenden Monaten oder im Laufe des Jahres 2024 relativ deutlich abnehmen werden. Das muss man so ein bisschen relativieren. Wir haben eben gerade gehört, die Wachstumsdynamik in den USA ist weiterhin deutlich positiver als in der Eurozone. Allerdings bleibt... Die Grundkonstellation bestehen, dass das Wachstum in den USA im Vergleich zum Vorjahr etwas schwächer wird und in, den, in der Eurozone im Vergleich zum Vorjahr etwas nach oben geht. Und das heißt tatsächlich, diese Wachstumsdifferenz wird etwas schwächer. Bei der Zinsdifferenz muss man mal sehen, wie sich dann tatsächlich die von mir eben gerade skizzierten Leitzinsänderungserwartungen tatsächlich in der Realität umsetzen. Aber wir gehen davon aus, dass die Zinsdifferenz zwischen den USA und zwischen der Eurozone zumindest nicht größer wird, tendenziell vielleicht ein bisschen sinkt. Und damit bleiben diese beiden Argumente grundsätzlich bestehen, wenngleich sie vom Ausmaß her ein bisschen abgeschwächt sind. Und wenn wir dann mal auf die eine Grafik schauen, die ich mitgebracht habe, das ist nämlich der Wechselkurs zwischen dem Euro und zwischen dem US-Dollar über die vergangenen Jahre hinweg, dann kann man sehen, wir haben hier ausgehend von Niveaus von um die 1,60, die wir mal hatten vor einigen Jahren, mittlerweile einen sehr, sehr lang anhaltenden, langfristigen Abwärtstrend. Und wir gehen also nicht davon aus, dass wir so eine positive Euro-Bewegung sehen werden, jetzt kurzfristig, dass dieser Abwärtstrend in Gefahr gerät, aber das von uns äh, ursprünglich mal skizzierte Kursziel im Laufe des Jahres oder in Richtung Jahresende 2024 von 1,13 Euro im Verhältnis Euro pro Dollar äh, ist in meinen Augen weiterhin realistisch. Um ein bisschen Leben in Ihren Graph Herr Murm, zu bringen, äh, mögen Sie mir die Frage gestatten, also wir, wir rechnen damit, dass die Kurve, die Diagonale, die wir dort oder die Sie dort eingeblendet haben, durchbrechen wird. Was war denn kurz vor dem Höchstpunkt? Ich kann das ja nicht genau lesen. 2008, glaube ich. Was, was Wie war denn da? Das, wie waren damals die ökonomischen Verhältnisse, die zu diesem rasanten diese rasanten Aufwertung des Euro geführt hatten? Ja, wir haben auch damals eine Situation gehabt, die äh, zu einem ja, ich sag mal, eine sehr, sehr starke Euphorie, was die Eurozone angeht. Wir hatten ja die Einführung des Euro. Man kann in diesem Chart auch ganz gut erkennen, dass dann zunächst einmal die Euro-Dollar-Relation deutlich unterhalb der Parität gelandet ist. Und dann aber bis zur großen Finanz- und Wirtschaftskrise wir eine deutliche Aufwertung des Euro gesehen haben. Das hat insbesondere damit zu tun, dass gerade auch in Deutschland wir ja im Jahr 2003, 2004 beziehungsweise 2005 die Agenda 2010 umgesetzt haben, also dass sich einfach die wirtschaftlichen Perspektiven der Eurozone in dieser Phase von einem sehr schwierigen Status sehr, sehr deutlich verbessert haben. Was wirklich auch insbesondere sehr spannend ist an diesem Chart ist, wir hatten Niveaus von 1,60, das sind Niveaus, die kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass ja ein ähm, sehr hoher Euro oder ein sehr teurer Euro, eine äh, deutliche Euroaufwertung bedeutet, dass die europäischen Exporte, die wir in die Welt liefern wollen, sich deutlich verteuern, äh, sind das natürlich Niveaus, die äh, heute überhaupt gar nicht denkbar sind. Und das ist auch nicht realistisch. Äh, was wir einfach dann in diesem lang anhaltenden Abwärtstrend gesehen haben, ist, dass gerade die Eurozone natürlich... Ähm, insbesondere in den Jahren 2010 bis 2013 die Euroland-Staatsschuldenkrise oder die ähm, Vertrauenskrise in der Eurozone eben auch sehr deutlich gelitten hat im Vergleich zum Dollar. Zurück zu einem ganz aktuellen Thema: 2024, Präsidentschaftswahl in den USA. Wird die Wahl in Amerika dieses Jahr eine Rolle spielen, was Zins, Währung, Dollarstärke anbelangt? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, äh, natürlich, wie die Wahl ausgeht. Wir haben nach wie vor ja die Situation, dass wir, wenn wir Umfragen anschauen, beispielsweise mehr oder weniger ein Kopf-an-Kopf-Rennen haben. Ähm, zum Wahlausgang bleibt meine Prognose dabei: äh, Wenn Joe Biden die Wahl gewinnen möchte, äh, dann brauchen wir weiterhin diese außerordentlich positive Verfassung der US-Wirtschaft. Wir haben das eben gerade skizziert: wir haben eine hohe Wachstumsdynamik, wir haben einen gut ausgelasteten Arbeitsmarkt, eine Inflation, die immer noch ein bisschen zu hoch ist, aber zumindest Tendenziell leicht runtergeht. Und ähm, selbst diese außerordentlich positive Verfassung, muss man ja erstaunlicherweise feststellen, führt nicht dazu, dass Joe Biden deutlich führt in den Umfragen. Also, das ist eine Grundkonstellation, die wir zunächst einmal ähm, brauchen. Weiterhin eine sehr gute Verfassung der, der US-Wirtschaft und nicht zu hohe Inflationsraten, damit Joe Biden eine Chance hat, gegen äh, Donald Trump zu gewinnen. Es gibt natürlich noch eine Reihe von potenziellen Entwicklungen. Juristische Auseinandersetzungen, die stattfinden in den USA und, 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 die die Chancen beider Bewerber noch mal so ein bisschen konterkarieren können. Aber ich glaube, was man sagen kann, daran würde ich festhalten, unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, ab dem Jahr, ab dem kommenden Jahr 2025, wird in den USA ein bisschen mehr Haushaltsdisziplin einkehren müssen. Denn wir haben in den USA auch sehr, sehr hohe Schuldenniveaus, sowohl Trump in seiner ersten Amtszeit als auch Joe Biden in den letzten Jahren haben beide sehr, sehr hohe Haushaltsdefizite zugelassen, um die Wirtschaft zu unterstützen. Deswegen haben wir auch diese hohe Wachstumsdynamik unter anderem in den USA. Das wird sich so in den kommenden Jahren nicht äh, fortsetzen lassen, weil wir schon in den letzten Monaten gesehen haben, eine Ratingagentur hat den USA die Top-Rating-Note ähm, runtergestuft. Also sie hat nicht mehr das uneing uneingefochtene Dreifach-A-Rating. Die US, der US-Staat und wir haben natürlich auch Monat für Monat immer wieder diese Diskussionen und diese Streitereien im Kongress um eine Erhöhung des Schuldenlimits gesehen. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Hinweis vom Anfang der Antwort auf diese Frage, nämlich es kommt darauf an, ganz entscheidend neben der Frage, wer wird Präsident werden in den USA, ist dann auch die Frage, wie gestalten sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress. Wenn eine der beiden Parteien es schaffen sollte, den Präsident zu stellen und eine eindeutige Mehrheit im Kongress zu haben, dann wird das vielleicht ein bisschen leichter werden, hier auch die Schuldenlimite zukünftig zu erhöhen. Grundsätzlich glaube ich aber eben, dass die Möglichkeiten, die fiskalpolitischen Möglichkeiten noch eher eingeschränkt sind. Und das unterstützt dann auch wieder die Erwartung, auch durchaus langfristig, über die wir eben gesprochen haben, nämlich, dass wir eher eine Dollar Schwäche erwarten können, perspektivisch für die nächsten Jahre und eher eine leichte Euroaufwertung. Weg vom Brennpunkt USA hin zu den Schwellenländern, die ja keine ganz unbedeutende Rolle spielen, Herr Mumm. Sie haben es gesagt: sinkende Zinsen, ein erwartungsgemäß schwacher, schwächerer Dollar. Spricht das für eine Erholung in den Schwellenländern? Ja, das spricht dafür, immer ist es positiv für Schwellenländer, wenn Zinsen sinken, vor allen Dingen auch, wenn Dollarzinsen sinken und wenn der Dollar schwächer geht. Das hat den Hintergrund, dass viele Schwellenländer natürlich vom Außenhandel oder sehr außenhandelsabhängig sind, der überwiegend in Dollar vonstatten geht, dass viele Schwellenländer auch in Dollar verschuldet sind. Und da hilft es natürlich, wenn die Zinsen sinken und wenn der Dollar etwas schwächer wird. Das ist die eine Konstellation. Insgesamt haben wir aber auch positive Entwicklungen, wenn wir in die Schwellenländer selber reinschauen. Da kann man nämlich erkennen, dass die Notenbanken in vielen Schwellenländern schon etwas weiter sind als in den Industriestaaten. Hier sind die Leitzinsen schon teilweise nennenswert gesunken. Und wir haben auch von den wirtschaftlichen Aussichten her einen leichten Vorsprung, wenn man das so sagen möchte, der Schwellenländer. Wenn wir uns Einkaufsmanager-Indizes anschauen, wie Vergleichsweise so ein IFO-Geschäftsklima für Deutschland beispielsweise. Es gibt globale Einkaufsmanager-NDCs die ganz gut vergleichbar sind und die zeigen deutlich an, dass die Zuversicht vieler Unternehmen in vielen Schwellenländern schon deutlich ausgeprägter ist, als das in den Industriestaaten der Fall ist. Insofern, ja, wir glauben an die Schwellenländer. Wir haben bei uns im Portfolio-Management deswegen ja auch Indien beispielsweise explizit mit im Blick. Wir haben auch Südamerika mit im Blick. Und insgesamt, wie eben schon dargestellt, ist sicherlich auch die Region Südostasien weiterhin interessant. Nun reden wir, was die deutsche Volkswirtschaft anbelangt, zumindest ja schon seit einiger Zeit von einer Rezession, die auch bestätigt wurde. Gleichzeitig hat der DAX immer neue Allzeithöchststände erklommen. Schwer zu erklären, auch für uns zum Teil. Ich glaube, das hat ganz, ganz stark auch mit der Exportorientierung der deutschen Wirtschaft möglicherweise zu tun. Wir sehen es ja, Herr Mumm hat das im Detail erklärt, dass es der amerikanischen Wirtschaft sehr gut geht. Und zum Teil auch den, den asiatischen Ländern. Herr Mumm, wie sehen denn tatsächlich die weiteren Perspektiven für Aktien aus, nachdem unsere Kursziele und Ihre Kursprognosen ja vor allem auch, ähm, schon im ersten Quartal übertroffen wurden? Ja, eine ganz wichtige Frage, die wir uns natürlich auch stellen an die Kursziele, um darauf ganz kurz am Anfang mal einzugehen, da werden wir rangehen müssen. Die sind eingetroffen. Wir gehen beispielsweise beim DAX 17.300 Punkte nicht davon aus, dass wir Richtung Jahresende so deutlich fallen. Zwischenzeitlich können außerordentlich positive Kursbewegungen immer natürlich dazu führen, dass es mal Rücksetzer gibt. Aber wir bleiben weiterhin konstruktiv und optimistisch. Und meine persönliche Erwartung ist, dass wir innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen diese Kursziele eben dann auch nach oben anpassen, einfach äh, dem neuen ähm, ja realwirtschaftlichen fundamentalen Umfeld angepasst. Die bisherigen Prognosen stammen von Mitte November und da hat sich doch in den letzten Monaten schon einiges getan. Ich habe dazu auch noch mal den Chart mitgebracht, um das noch mal zu verdeutlichen. Und zwar den DAX-Chart über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das geht hier bis in die 70er Jahre zurück. Den DAX gibt es noch gar nicht so lange, der wurde dann zurückgerechnet. Und was man hier eben erkennen kann, ist, dass wir wieder eigentlich ähm, im, im laufenden Jahr schon einige Allzeithochs gesehen haben. Aber, und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Nachricht an dieser Stelle, dass Allzeithochs an Aktienmärkten überhaupt gar nicht außergewöhnlich sind, sondern die werden in der Regel immer wieder eingestellt durch neue Allzeithochs. Das liegt eben daran, dass Unternehmen sich ja auch weiterentwickeln. Der DAX von vor 30 Jahren hat eine völlig andere Zusammensetzung als der DAX heute. Das sind ganz andere Unternehmen, ganz andere Wachstumsdynamiken. Die Unternehmen steigern natürlich auch ihre Gewinne, sind sehr innovativ. Und insofern ist es ganz normal, dass immer wieder neue Allzeithochs eingestellt werden. Trotzdem beschleicht einen vielleicht aber so ein bisschen ungutes Gefühl, wenn man diese Kurve sozusagen ganz steil nach oben laufen sieht. Und ich habe das eben schon kurz angedeutet. Natürlich steigt mit erhöhten Kursindizes auch die Gefahr, dass es zu Rücksetzern kommt. Und wenn wir über 10, 15 Prozent Korrektur sprechen, dann sind das ganz normale Entwicklungen an den Aktienmärkten, die immer passieren können, so auch in den nächsten Monaten, die uns aber nicht davon abhalten, dass wir grundsätzlich weiterhin ein positives Bild haben. Und was treibt die Märkte insbesondere? Das sind die wesentlichen Dinge, die wir schon angesprochen haben, nämlich zum einen... Die Zinssituation, die Erwartung, dass die Leitzinsen sinken werden, das ist auch eine realistische Erwartung. Wir gehen darüber hinaus davon aus, dass nicht nur die Zinsen am kurzen Ende Leitzins induziert, sondern auch die Zinsen bei zehnjährigen Bundesanleihen oder bei zehnjährigen US Treasuries sinken und damit eben auch Refinanzierungskonditionen wieder günstiger werden. Für Unternehmen, aber auch Hypothekenzinsen, die wieder sinken sollten. Und das sollte dann insgesamt den Markt unterstützen. Und dann haben wir natürlich eben auch die Situation, dass wir, wie gerade auch schon skizziert, erwarten, dass wir einen leichten konjunkturellen Aufschwung sehen. Davon sollten dann insbesondere auch die Aktiensegmente profitieren, die in den letzten Monaten nicht so gut gelaufen sind. Das muss man nämlich auch immer sagen. Der DAX ist zwar auf Allzeit hoch. Der MDAX zum Beispiel, die zweite Reihe der deutschen Unternehmen, ist aber davon noch ganz, ganz weit entfernt. Und wir haben eine deutliche Diskrepanz zwischen der Entwicklung des DAX und des MDAX, also zwischen den größten Unternehmen und den, der zweiten Reihe. Das ist in den USA auch ähnlich. Und was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass wir in den nächsten Monaten einen gewissen Favoritenwechsel sehen. Also diese äh, Aktien aus der zweiten Reihe, die eher zinssensitiv sind, die eher konjunktursensitiv sind, dass die ein Stück weit aufholen können und so dann insgesamt die Indexentwicklung auch weiter nach vorne treiben. Also wir bleiben, was die Aktienmärkte angeht, äh, durchaus äh, weiterhin optimistisch. Ja, vielen Dank, Herr Mumm. Wir sind sehr dankbar, einmal als Bank, aber auch für unsere Kundinnen und Kunden, dass wir dank Ihnen jederzeit den Finger am Puls haben. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat das Format auch heute wieder gefallen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, heute nicht live. Ihnen wird die Aufzeichnung zugesendet werden. Persönlicher von, äh, Wunsch von mir wäre noch die Sache mit den Fragen, denn wir freuen uns auch, wenn Sie uns Fragen zusenden mit der Bitte, die möglicherweise in einem kommenden Kapitalmarktausblick für Sie zu diskutieren. Ich glaube, Herr Mumm wird äh, dankbar sein, ich ebenfalls, wenn wir auch das für Sie tun könnten. Wir verabschieden uns aus Hamburg und freuen uns auf die nächste Ausstrahlung bzw. den nächsten Kapitalmarktausblick in der letzten Aprilwoche. Machen Sie es gut!